Und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Transport Fieber. In der Folge werden wir jetzt den Fehler, den wir seit Anfang an haben, wo ich wer lesen kann, ist im Vorteil, beheben. Das war dieser Fehler von hier nach hier. Ich hatte gedacht, wir produzieren hier Treibstoff, aber da steht ja ganz klar Bedarf. Das heißt, die brauchen das und produzieren das nicht. Wir haben in der letzten Folge schon angefangen, die Hunden einmal neu umzusetzen, weil Öl zur Ölquelle muss zur Raffinerie und dann können wir es in die Städte fahren. Umzusetzen, die Linien gibt es noch nicht. Und gleichzeitig werden wir die Fahrzeuge von da oben auf die neuen Linien einsetzen, weil das macht ja alles keinen Sinn. Jetzt seid hier also es macht jetzt ja keinen Sinn, dass wir wirklich sagen, ich verbinde das mit da oben, weil die Strecke ist einfach zu lang für die aktuellen Fahrzeuge, die wir haben. Machen wir da zwei Linien, für jede Stadt einen. Macht am meisten Sinn, theoretisch. KW und dann sagen wir hier mal Treibstoff. Weil Öl wird direkt, glaube ich, nicht gebraucht. Ne, es wird nur der Treibstoff gebraucht, genau. Wir wollen eigentlich schon mal versuchen, dass wir hier weiterkommen. Aktuell steht uns nur ein einziger Punkt im Weg. Das seht ihr unten links, diese relativ niedrige Zahl. Ich würde auch gleich mal sagen, wir bauen den da hier einen großen aus. So, und dann brauchen wir Fahrzeuge. Das. Haben wir aktuell 5 Fahrzeuge. Was macht Sinn? Die 5 auf Öl zu setzen? Also wir setzen sie mal auf Öl, genau. EKW Öl. Öl. Genau, und dann können wir jetzt die neuen Fahrzeuge für den Treibstoff uns zusammensuchen. Straßenfahrzeuge, Güter, Öl und Treibstoff kann der. Da der Unterschied. Der ist sogar langsamer. Wir nehmen mal den Benz. Er kann alles transportieren, okay. 3, 4, 5 können wir auf jeden Fall mal nehmen für Helmbrecht. Ich habe mal gesagt, 3 Stück auf jeden Fall für Gräfenberg. Beziehungsweise, wir machen es einfach.
Wir kaufen noch einen. Oder zwei. Und die kommen gleich auf die Linie Öl, weil die sind dann schon fort. Die anderen müssen ja noch herfahren. Dann läuft es ja. Genau, und jetzt wartet da auch schon Öl. Schon funktioniert's. Die produzieren hier schon. Also die werden sich vergrößern und die auf jeden Fall auch. Weil falls bei Städte nicht genug Abnehmer sind, wir können noch eine dritte anbinden. So, nach und nach werden wir uns jetzt bessern. Auch wenn Güterverkehr bzw. Gütertransport vorantreiben müssen, führt einfach kein Weg mehr dran vorbei. Und irgendwas wollte ich noch machen. Ford Modell 77. Kann 49. Okay, kann einen mehr wie das hier. Oder wenn eine bessere Beschleunigung auf jeden Fall. Okay, das heißt, wir werden zukünftig aufs Ford Modell 77 setzen. Hier. Ford Modell 77. Hier genauso. Wenn ich mich recht entsinne. Ah. Kontostand von 10 Millionen ohne Schulden. Ist ja schon mal was. Ah, erste Güter transportiert. Ah, jetzt läuft's auf einmal. Aktuell ist er leider, es fehlt noch Öl, weil die Fahrzeuge noch rüberfahren. Oder? Wenn ich mich recht entsinne. Aha. Die sind da oben noch? Oh Gott, das dauert ja nur ewig, bis die da sind. Kann noch ein wenig dauern, okay. Da wartet wahrscheinlich wir kriegen die Menge nach Helmbrecht nicht weg. Drei von 55. Das heißt, wir können noch mehr transportieren. Die kommen alle auf einmal. Aktuell noch schlecht. Wir werden auch da wahrscheinlich den Bahnübergang noch ein wenig umbauen, wenn wir zukünftig mal Züge haben. Hier staut sich dann trotzdem relativ oft. Naja, geht eigentlich wahrscheinlich. Haben wir jetzt schon elektrisch? Das dauert noch ein paar Jahre, bis wir wirklich was haben. Worauf wir dann dauerhaft setzen können. Oh Gott. Wie viel haben wir jetzt auf der Linie dann? 3, 4, 5 und 2. Fehlt wahrscheinlich Öl, oder? Ne, Öl ist noch da.
Was fehlt hier jetzt noch? Du kommst mit Öl? Auf was warten wir aktuell? Ah, Industrie hat sich vergrößert. Ja, wir bringen nicht genug Öl anscheinend. Okay, da ist das Öl, das zählt gar nicht. Dann ist klar, dann haben wir zu wenig Fahrzeuge für Öl noch aktuell. Und es hat sich vergrößert. Also wir brauchen mehr Fahrzeuge für die Öllinie. Wir müssen aufstocken. Irgendwas wirft doch hier Gewinn ab bis zum Umfallen, oder? Oh, Zug 1 mal wieder, war ja klar irgendwie. Wenn man sich mal die Bahnhöfe anschaut, die sind auch so voll, ne? Ja, ich warte ja darauf, dass wir hier wirklich elektrische Züge haben und dann die Strecke ein wenig modernisieren könnten. Jawohl, nehmen gleich was mit, nehmen auch was mit. Beziehungsweise auch diese Strecke hier von Königsberg nach Gräfenberg noch keinen Zug. Da wollen wir ja neue Züge noch drauf ansetzen. Die kosten aktuell einfach viel zu viel. Machen wir richtige Kreuze hin. Ah, schon ist auch wieder Treibstoff da. Solange wir da noch nicht bei 50 sind, können wir da ruhig noch mehr nachliefern. Müssten die doch schon mittlerweile irgendwo ankommen sein, oder? Genau, jetzt setzen wir auf die mit mehr Kapazität. Haben wir früher nicht gemacht. Also sind sie jetzt wirklich alle da. Ja, ist schon ein ganz leichter Verkehr, würde ich mal sagen. Wir schaffen es ja auch nicht, den da abzutransportieren darüber. Also brauchen wir da auch mehr Fahrzeuge. Wie sieht's aus darüber? Da ist aktuell noch in Ordnung. Okay. Haben wir hier für den Betrieb Getreidespeicher. Braucht Düngemittel. Die findet man da. Okay. Da wäre ja auch was das und dann das Weizen zu Brot. Beziehungsweise für Kühe und Kühe kann man, glaube ich,
zu Fleisch machen, irgendwo. Soweit ich mich noch erinnern kann. Ist ja alles auch ein bisschen aufgebohrt durch Mods, wo wir haben. Aber ich würde sagen, aktuell läuft's auch vom geldlich her gesehenen. Wir fahren ordentlich Gewinn ein. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall zugtechnisch durchstarten. Vielleicht lasse ich auch mal ein paar Jahre noch weiterlaufen. Der Zug kostet uns mit Sicherheit 10 Millionen. Unsere ganze Strecke ist ja bereits elektrifiziert. Und dann, wenn wir jetzt mal sagen, wir setzen auf die neuen Züge, dann wird auf jeden Fall hier auch ausgebaut, die Strecke. Ab. Ab da drüben, genau. Ab hier bauen wir dann komplett neu die Strecke. Da werden wir umleiten müssen. Entsprechend. Dass wir hier dann einmal neu raufgehen. Weniger Steigungen. Beziehungsweise steilere Steigung, weniger Kurven. So runter. Gleichzeitig die Straße. Haben wir wahrscheinlich dann Unterführung oder Überführung machen müssen, je nachdem wie wir mit dem Gelände hinkommen. Aber es sieht schon, ist leicht hügelig. Und die Straße hier wird auch sehr wahrscheinlich angepasst werden müssen. So, aber das nächste Ziel für die nächste Folge. Da wirft aktuell noch kein Gewinn ab. Ach ja, da hinten habe ich auch. Ja, die machen ja natürlich gar keinen Sinn aktuell. Das heißt, ich habe die von daher geholt. Ich habe die hier darüber geschickt. Das ist natürlich ein bisschen umständlicher. Okay, das erklärt einiges. 140, ja, okay, macht leicht Gewinn, würde ich mal sagen, ne? Und es ist ja noch nicht erreicht, die Fahnenstange. Genau. Aber bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.